Ja, es ging ja dieses Dokument durch die Presse oder durch die Telegram-Gruppen. Ich zeige es mal kurz. Genau, danke. Da muss ich sagen, ja, wir wurden leider ertappt. Es kursiert nämlich in den sozialen Medien eine Stellenanzeige mit dem Logo der Agentur für Arbeit und dem Titel Schausteller und Komparsen und Kleindarsteller gesucht. Weiterhin gibt es verschiedene Gerüchte, dass wir von der Bundesregierung finanziert werden und dass die Zahlen 13 und 23 darauf hindeuten, dass wir unterwandert sind. Dazu möchte ich heute einen kurzen Finanzbericht über die Finanzierung der Demo in Berlin abgeben. Materialkosten 80.000 Euro, Personalaufwand 120 Millionen Euro. Der Personalaufwand errechnet sich wie folgt: 800.000 Schauspieler und Komparsen mal 25 Euro pro Stunde mal 6 Stunden. Und die Finanzierung des Personalaufwands erfolgte durch 35% R. Künast, 45% A. Merkel und 10% D. Hoppe. Und es war auch der wahre Grund, dass die Versammlung bis in die Abendstunden gedauert hat. Vor den Limousinen zur Bezahlung der Teilnehmer haben sich lange Schlangen gebildet. Soweit mir bekannt ist, endeten die Kennzeichen der Fahrzeuge auf 13 oder 23 oder die Quersumme der Kennzeichen ergab 13 oder 23. Ebenso wurden nur Geldscheine ausgegeben, die mit 13 oder 23 beginnen und oder deren Quersumme 13 oder 23 ist.